Jetzt. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ark Survival Evolved. Und wie ihr seht, ich bin gerade fleißig am Zitzen, weil hinter uns war eigentlich gerade ein Karno und mit mir an meiner Seite ist irgendwo Smoker. Jo, servus, ich bin ziemlich weit abgehauen von euch schon und in der Nähe von der Base. Und weil ich habe nur noch Karno gehört und ich habe das Laufen bekommen. Und irgendwo ist Gifty. Ich stehe auch etwas weiter weg und ich warte auf dich eigentlich, Echo. Also oh. Gifty ist hier oben bei mir. Hast du gerade den Airdrop erledigt? Ja. Gut. Da war nichts Gescheites drin. Ach, dort unten seid ihr? Was sagt ihr da oben? Bei mir seid ihr unten? Wir sind in den Hang hochgelaufen. Na, guck doch mal, wo ich bin. Nö, ich bin, du sagst eh nie, wo oben. Du bist. Ich bin hier oben auf einem Bergvorsprung. Bergvorsprung? Hier gibt's ja zum Glück nur einen. Nee, warte mal. Guckt euch, dreht euch. Warte mal, wo seid ihr? Genau, irgendjemand rennt gerade auf mich zu. Toll, ich glaube, das ist Gifty, die gerade auf mich zugerannt ist. Ne? Ach, dort oben! Wo lang geflitzt? Der ist ja echt am Arsch der Welt. Ne, ich bin oben, ihr seid unten. Aber wie ist denn die Aussicht? Geil. Komm mal hoch. Ich hab grad nichts zu tun. Wir sind ja überhaupt nicht neugierig. Außer mir käme jetzt irgendein Saurier antreten, das wäre dann ein bisschen damlich. Carlos? Absolut edel. Ne, T-Rex. Feuert. T-Rex kannst dann sowieso vergessen abzuhauen. Ich komm den Berg hoch. Was ist wo? Ne, hier ist nix. Sonst würde ich ja nicht stehen. Sonst würde ich halt schreien und wegrennen. So, kommt ein Berg sie hoch. Nicht schnell. Alter schwach. Probier sie von der anderen Seite. Also ich bin oben. Gott, war das ein Grafikbug. It's not a bug, it's a feature. Und ich, ich bin jetzt hier oben und Necros ist schon wieder abgehauen. Ne, jetzt stehe ich unten. Ja, wir sagten extra, wir kommen hoch. Nein, Gifty kommt mir gerade entgegengerannt. Ich lass es. Ich gehe. Komm mal zu mir. Ja. Hinter dir. Am großen Baum. Ich habe bloß gerade wieder Frame-Einbrecher. So, es gibt nämlich einen ganz einfachen Weg. Hi, großer. Ja, besteigt den Berg. Guck grad, hier hab ich gerade noch so ein Schweinrennen sehen. Ah, hier. Das war ein bisschen länger der Weg, aber... Warte mal ganz kurz. Boah, jetzt hab ich erstmal wieder ein Ziel lassen hier. Kurz mal Mann machen. Ja, ich bin auch gerade wieder am Früchte sammeln. Jo, hier, ich, da, anwesend. No, dann geht's hier lang. Mal eine scharfe rechte. Eigentlich ist das links, ich weiß. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Komm nie hoch. Und schon bist du da. Ah, hatte leichtes Engerli. Und schon stehst du hier oben. Was? Und siehst hinab auf. Ach, dort unten ist Smoker und klatscht irgendein Vieh dort. Ja, so ein Schwein. Alter, heftig. 116 Fleisch. Und ich habe jetzt nur noch einen Speer, um das Vieh auszunehmen. War alles kaputt. Ich muss definitiv jetzt wieder hoch. Na, ich bin gerade am Überlegen, beziehungsweise am Gucken, wo jetzt hier hoch ist. Na, zur Base hoch. Ja, aber wo ist die? Ne, dort, wo ich hinlauf. So. Ich hab grad schon wieder so viel Fleisch einstecken, das ist jenseits gut und böse. Also dieses Bark Powder habe ich schon gelernt. Rein theoretisch können wir das herstellen, aber da fehlt uns eben halt immer noch das gewisse etwas dazu. Nam, nam, nam. Eigentlich irgendwo eine geile Welt, kann man nicht meckern. Oh ja. Vor allem wie riesig die ist. Na, aber so ist es so. Alter! Na, so random Welten dann eigentlich immer ganz Premium. Was heißt denn hier, Alter? Hier sind zwei Dinos. Die hängen hier so ein bisschen fest, die müssten wir uns zähmen. Nee, der eine ist tot. Hä? Nein. Hier liegt ein Toter. Wo? Na, hier vor mir. Ja, ich weiß doch nicht, wo du bist.
Na, direkt an dem, an unseren Dinos. Parasaurus Level 3, that decomposed in 30 Sekunden. Und hier unten ist noch ein Dillo. Komm mal, wir müssen die Dildos denn erledigt haben. Ja, und dann rennt eben halt noch ein Para rum. Shit, die sind rausgekommen. Die mit dem Horn, die aussehen wie ein Mönch. Und jetzt habe ich gerade den Dillo verloren. Da. Hier liegt noch einer. Sind sogar zwei gewesen. Hä? Bin ich blöde? Also das ganze Fleisch hier drinne ist fertig, ne? Gut. Ich leg gerade schon noch. Hier ist ein Para. Okay, also hier braucht man Holz. Da ist nicht viel da. Auch dort. Scheibkleister! Da. Was denn? Dillo! Bin unterwegs, wo bist du? Cool, danke. Ach, das muss ja schnell fordern. Wo bist du? Mir wird geholfen vom Para. Ich bin hier, wo wir die Steine abgesäbelt haben. Oh. Halt die. Die helfen doch. Ah, verdammt, ich muss noch trinken. Eigentlich müsste ich einfach nur ranziehen. Shit, ich hab nichts mehr zum Angreifen. Ah, wow. Dolly kommt angerannt. Chantal kommt hinterher. Ich seh den mehr drauf. Ach, jetzt. Ich hab einen Dillo gekillt. Dito. Ah ja, unsere Dinos hier als Schutz ist schon geil. Premium. Fein gemacht, Dolly. Fein gemacht, Chantal. Weißt du, da rennst du los und willst Gifty helfen, dann rennt die dann noch weg, noch und guckt zu. Und ich hatte keinen Sperr mehr. Ja, ich sagte der, der noch Sperre hat, weißt du? Ich hab einen Sperr nach unten gepfiffen. Wir haben wahrscheinlich mich getroffen. Ich hatte auch ganz. Ich musste auch erstmal realisieren, wo du überhaupt steckst. Und dann habe ich gesehen, dass du angegriffen wirst, habe ich einen Stern geschnappt und losgepiekst. Pieks, pieks, pieks. Ach, zum Glück habe ich schon auf dem Sperre gebastelt, ey. Okay, ich brauche dringend was zu siffeln. Ich schaff's wahrscheinlich irgendwie bis runter. Hat jemand mal ein bisschen genug Power? Ich habe viel zu viel. Na, gib mal her, schreib mal schnell runter und sammel und füll mal die Flaschen. Ja, beide. Upsala. Na toll. Jetzt steht gerade ganz praktisch Gifty im Weg. Danke. Ne, ich hab schon. Ja, Moment. Oh Gott. Ach. Hier, willst du meine Flasche mitnehmen? Moment. Repair Item und Repair Item. Komm mal her. So. So, das war mal wieder das Signal, dass mein Fernsehen ausgehen wollte. Hä? Smogo, du hast eine komplett andere Flasche als ich? Hä? No? Wie? Waterskin? Deiner sieht komplett anders aus. Zeig mal. Komm vom Gleich, ich heb bloß mal schnell das von Gifty auf. Wir haben doch mal den gleichen. Gifty und meine sind gleich aus, deine sieht runter aus. Hä? Ja. Nun? Das ist die von Gifty. Und das ist die. Und das ist deine. Nee, das kann nicht meine sein. Das ist deine, die hast du mir gegeben. Moment. Und das ist die von Gifty. Das sieht aber aus, als ob die noch voll mit Wasser ist, ne? Na nun, die ist so aufgebläht. Nun, aber die gibt nichts mehr. Komisch. Nicht schlimm. Ich hab's über dein gelegt. Ja, ich hab's gesehen. Auf geht's. Juhu.
Aua! Doch nicht. Hier oben habe ich wieder absolut geile Frames. Vor allem, wenn ich durch das Gras renne, habe ich 18 bis 20 Frames. Echt? Aber wenn ich dort unten ankomme, blub, 11, 8. Okay. Ach, schon krass, dass es hier schon wieder so über seinen Platz mangelt. Standard. Vor allen Dingen, wie viele Kisten wir eigentlich hier haben, ne? Das ist ja echt schon jenseits gut und böse. Jo. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen komisch an dem ausgekommen, weil ich mich gerade kratzen musste. Deswegen haben wir kurz den Himmel gesehen. Und ich drehe mal wieder komplett am Sender. Mann, du kennst doch nie anders. Ja, ja, das war mir Arsch, dass sowas von dir kommt. War mir Arsch. Von wem? Ja, von dir. Von mir? Wieso von mir war das klar, hä? Ach, nee. Oh, Skorpion! Vor allen Dingen jetzt kommt der Scheißvieh an, wo ich nicht kann, oder was? Ich kann hochlaufen. Genau, das war meine eigentlich die Idee. Oh, ich habe gerade noch ein paar Bären gefunden, die ich. Nein, verdammt, jetzt habe ich außerdem was getrunken. Nein, scheiße. Gifty? Ah? Wie hoch stehen die Chancen, dass du noch so eine kleine Kiste baust? Gleich null. Ich brauch Satch. Okay. Was los, Necro? Also schnell ist er ja. Nee, da rennt er wirklich relativ flink. Hilfe. Mama. Rennst du hoch den Berg? Ich renn den Berg gerade hoch. Ich stehe hier auf einem Stein. Ja, wenn ich nicht schon wieder runterhüpfen würde. Du bist doch rechts runter von der Base, oder? Ja. Ich seh dich aber nicht. Ich weiß nicht, da bleibt auf jeden Fall stehen. Da folgt mir nicht weiter, lol. Hä? Da hängt er fest. Okay, ich bin... down. Nee, vergiftet. Naja, der, wenn der dich sticht, schläfst du ein. Ich dachte gerade, der wäre tot. Jetzt! Na ja, 12 Zitin. Ich leg mich da mal hin. Okay. Du rollst gerade den Berg runter? Ja, ich seh's. Ach man, was hast du mir jetzt schon wieder aus dem Inventar gekriegt? Ja klar, schieb mich noch weiter runter. Ich trag dich. Hast du die Flaschen voll? Ja. Gut, dann trag ich wieder hoch. War nicht freundlich. Mhm. Wundert mich ja gerade ein bisschen. Hast du Angst oder was? Ja, warte mal, was lag denn dort? Wo? Achso, es war ein Baum. Hm? Wo bist du noch? Ja, ich bin wieder. Toll! Ich bin runter geworden, hab erstmal einen Schiss abgelassen. Der Morgenschiss ist stets gewiss, auch wenn er später am Abend ist, weißt du doch. So, hier ist der Waterskin vom Smoker. Drop-Item. Daha. Wunderbar. Ich danke dir. Ich bitte dich. Und ich muss schon saufen. So. No, und unsere Diener stehen hier voll oben rum. Das kann aber nicht Spaß sein. Hi, Chantal. Hast die schwarzen Bären gefressen? Wer? Ja, ich. Hä? Ja. Ich wollte gerade Marco Bären fressen. Ja, ist in Ordnung, kannst du ruhig machen. Ja, was soll das? Was? Hä? War eine Katze. Wo? Hat hier auf dem Tisch wieder lang so, real life. Wollte schon sagen, hä? Und hier ist die Buddel von. Dingy, GFD. Genannt. So, und ich guck mal, was jetzt mit dem. Nein, nicht demolieren. Gut. Wo ist es denn? Das Inventory. Hab ich dir hingelegt. Oh. Klei. Ja, das ist wieder voll. Du bist vergammelt. Voll lecker. Dann nimmst du mal das dort.
Kommst du mal her? Ja. Da. Nur spring noch drüber. Passt schon. Ja, wunderbar. Ich hab leere Sinne. Was hast du? Ich habe ein leeres Inventar. GZ, meins ist gerammelt und voll, ey. Das ist zum Heulen. Gerammelt und voll. Ja, ich suche vor allem jetzt schon wieder Holz. Ja, irgendwie ist das Holz gerade knapp, ne? Das ist nicht knapp, das ist weg. Edge oder Piper, aber nee, kein Holz. Muss man wohl nochmal losziehen. Hier ist Holz drin. Ich habe was gefunden. Kann ich natürlich noch lösen. Awesome. Weil ich will nämlich das Lagerfeuer dorthin wieder anschmeißen, deswegen. Das will ich auch gerade. Wollt sagen, ziehen wir nochmal los und holen Holz, ja? Du kommst raus, weil du kommst rein und du kommst auch hier runter. So. Jetzt hat er mir meine Arbeit abgenommen. So, was habe ich noch im Inventar? Narkobären. Dann irgendwelche Seeds mal wieder, weil ich ja nichts zu tun habe. Gammelfleisch. Giftig? Ja. Kommst du mit Holzhacken? Warte mal, ich muss mich erstmal entleeren. Ich dachte, du warst schon kacken. Ich meine Figur. Ja, immer diese Ausreden. Wenn ihr Z drückt, könnt ihr ab und zu kacken, ne? Ja, ich weiß. Aber bei mir steht jetzt eben halt not ready to defeat not yet. Weil du vor uns gerade schon gekackt hast. Ich dachte eigentlich immer, jetzt heißt es auf eigentlich. In meinen Baum abgehackt, kannst du schon wieder zurückrennen. Toll, jetzt habe ich auch also wieder getrunken. Alter, das ist zum Kotzen mit der Tastatur. Hey, es regnet. Sieht schon lustig aus, wie die Bäume fallen. Ja, aber es ist blöd, dass sie da einfach so despawnen. Oder wie sagt man das heutzutage? Heutzutage heißt das ja nicht mal despawnen, heutzutage heißt das ja decayen. Was auch immer. Ja. Ja, ich kenne das eben halt, das ist die Mobs spawnen, wenn die gestorben sind, despawnen die irgendwann. Möpse. Mehrzahl von Mobs, Möpse. Ja. Hat man doch schon in Minecraft Let's Play. Nee, ich hab das Zombie-Kalypse now. Oh, dort hab ich's doch gesagt. Mehrzahl von Mobs, Möpse. Klingt irgendwie besser. Nee. Doch. Nee. Mobs, die Möpse. Nekro? Hm. Kannst du zufällig mal herkommen? Negativ. Gut, dann. Geht mal halt mal 100 Holz ein. Na, es geht grad echt nicht, weil ich nämlich auch grad voll beladen bin. Ich kann weder springen noch was anderes, weil ich habe nämlich 154 Holz einstecken. Ich bin am Überlegen, ob ich mich wieder mal zu Adler lasse. Ob du was? Na ja, mal wieder Blut spenden gehen. Würde ich auch gerne, aber ich glaube, Tuffy hat sich noch nicht regeneriert. Ey, wenn er das hört, ne? Und das wird er hören. Das werde ich ihm auch sagen. Ach, da liegt er doch. Wer, Tuffy? Wenn er das ist, wird dem. So, ich werde mir nochmal das Medical Pack, beziehungsweise das Blood Pack hier zu Gemüge. Oder Blood Extraction String. Ach nee, doch nicht droppen, ich Idiot. Wo liegt denn der? Ach, hier liegt er. Bisschen Blut herstellen. Man kann Tuffy aber ohne mehr anvisieren, so wie du den hier in den Boden reingebackt hast. Oh. Also, man kann schon sagen, das ist Leichenschändung vom Allerfeinsten, was wir hier machen. Das ist keine Leiche, der schläft. Er macht etwas länger heier. Ah, okay. Wer nimmst du eigentlich weg? Soll ich es doch immer wagen? Was? Wuh! Ja. Knochenbruch? Ja. Ja, dann sollst du es jetzt definitiv lassen.
Ne, ich habe bloß noch 10 Leben oder so gehabt. Er wieder bloß ist er wieder gesprungen. Ja, ich? Ah. Nein, ich habe was für die Gemeinschaft getan. Ich habe mir das Leben fast genommen. Hey, wir haben ja zu essen. Oder wie? Nee, ich habe mir das Blut geholt. Das so abgesagt. So meinst du das? Am Tag brauche ich. Also ich kann ihn noch anvisieren. Ich nicht. Aber das ist praktisch, da kann ich ein bisschen Zeug abladen. Sorry, Toffi, aber irgendwie. Wir haben echt keinen Platz mehr. Das ist das Problem. Und du siehst, der Gift, die hat. Kommt hier wahrscheinlich mit Herstellen von Kisten nicht mehr hinterher. Hat mal, was ich gerade vorhab. Kisten ohne Ende basteln? Perfekt. Auch zum Kotzen. Und wir hatten mal so viel Holz, ne? Will jemand was zu essen haben? Ich hab noch. Ich auch. Ich hab jetzt insgesamt, lass mich mal gucken, das sind 30, das sind 45, das sind ziemlich viel. Ziemlich viel? Klingt gut. Naja, bevor das eben halt da drinnen vergammelt oder so. Obwohl das ja eben halt nicht so schnell geht, aber trotzdem, da ist schon wieder vergammeltes Fleisch drinnen. Ich gehe jetzt von der Base weiter geradeaus und nehme alle Dinos mit. Kommt er dann hinterher? Ja, ich bin mal kurz unten am Wasser. Ich brauch mal wieder. Ich muss meine Bulle mal wieder vollfüllen. Nimmst du meine bitte nochmal mit? Nö. Boah. Nee, weil ich ja gerade wieder. Ich bin eigentlich schon fast unten am Wasser noch. Wo bist du denn? Smoker, dort steht er. Na dann. Na. Na. So, ist eben halt Mist, dass man hier so extremst viel Wasser verbraucht. Ja, durch die Hitze. Na, gibt's irgendwie eine Möglichkeit, sich mal abzukühlen? Wasserspringen. Kann man sich auch so was ähnliches wie die Dusche bauen? Das ist bei einer Vollprämie. Oh. Ja, dafür bräuchte man erstmal eine Wasserleitung nach oben. Ja. Ich hab grad Standbild. Was? Ja, Framedrop. Toll, ich trinke und während ich trinke, geht's nur noch. Läuft bei dir. Aber ich bin ein bisschen abgekühlt, ich habe jetzt nur noch 29 Grad. So wie es aussieht, ist schon Teil fast Level up. Und wir sind jetzt schon wieder am Folgenende. Was schon? Ja, ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns irgendwie Feedback wieder zurückgeben. Link zum Kanal zum Smoker ist wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Dann tschüssen. Tschüss. Tschüss.